Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Disira, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob du und er in eine Seelenpartnerschaft oder ein dualer Seelenprozess seid. Erstmal möchte ich definieren, was ist das überhaupt? Wir Menschen haben eine Seele. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Die Seele hat die volle Erinnerungen und Gefühle und lässt sich Revue passieren. Wie ein Film schaut die Seele nochmal an all das, was erlebt hat auf die Erde. Am Ende dieses Filmes, so kann ich das sinngemäß vorstellen, fragt Gott, ja, wie war's das? Wie fühlst du dich? Wenn die Seele dann sagen kann, ich bin glücklich, ich fühle mich befreit, ich habe alles richtig gemacht, dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Es geht kein Weg vorbei. Wenn die Seele aber sagt, ich habe das jetzt nochmal angeschaut und jetzt stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Das ist bitter. Aber Gott gibt uns die Möglichkeit, das besser zu machen und die Seele kehrt wieder zurück auf die Erde. Das nennt man Seelenreise und die Seele befindet sich in ein Rad. Schicksalsrad heißt es. Und wenn das so ist, bedeutet, dass wir hier auf die Erde, hier und jetzt, begegnen wir mit Menschen, die wir von früheren Leben schon kennen. Das ist vielleicht erstmal gar nicht bewusst, aber die Seelen erkennen sich und entsteht eine tiefe Vertrautheit oder eine tiefe Liebe. Und sogar, man spürt auch die Energie und Telepathie ist auch möglich, weil die Seelen kommunizieren in einer ganz, ganz anderen Ebene, einer ganz feinstofflichen Ebene. Und weil jede Seele hat eine Lernaufgabe, das heißt, jeder Mensch hat eine Lernaufgabe, bei diesen Seelenbegegnungen weiß die eine Seele schon, was die andere als Lernaufgabe hat. Oft spiegelt das. Und das erleben wir häufig in die Liebe-Partnerschaft. Manchmal können wir mit Verstand gar nicht erklären, warum handelt er oder sie so oder so. Aber das kommt von dem Seelischen. Das ist oft Herausforderung, damit der andere das endlich lernt, die Lernaufgabe. Und natürlich berührt das nicht nur die Herz, sondern auch die Seele und entsteht eine tiefe Liebe, eine tiefe Vertrautheit. Bevor ich diese Legung erkläre, befrage ich mein Pendel ganz konkret. Seid ihr in einer seelischen Verbindung? Ja, nein oder vielleicht? Vielleicht gibt es nicht bei dieser Frage, aber das würde bedeuten, dass die Pendel keine Antwort gibt. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet,
Ihr beide kennt euch von früheren Leben, habt ihr eine seelische Verbindung. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein. Das ist eine neue Begegnung, kann auch eine tiefe Liebe sein, aber ihr habt diese Begegnung nicht gehabt in früheren Leben. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, diese Frage sollten wir noch nicht stellen oder sollen wir gar nicht stellen. Die Frage ist, habt ihr eine seelische Verbindung? Ja, nein oder gibt keine Antwort. Die Antwort ist ein klares Ja. Ihr seid in seelischen Ebenen miteinander verbunden und vertraut. Und jetzt zu dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt dieses Bild. Mondkraft. Mond bedeutet Empfängnis. Natürlich kann das auch Schwangerschaft auch sein, aber bedeutet auch empfangen etwas. Und was soll das sein? Das, wovon wir träumen. Weil Mond steht auch mit unseren Träumen und Sehnsüchte auch in Verbindung. Und du lernst gerade auf dem Wasser gehen. Das nicht wortwörtlich gemeint ist, das hat eine symbolische Bedeutung. Wasser steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Das Element Wasser. Und wenn du auf deinen Gefühlen achtest, dass du im Vertrauen bleibst, dass du Mut hast, dass du die Kraft verspürst, dass du begeistert bist von dieser Liebe oder von anderen Dingen auch, dass du mit Liebe dabei bist, das ist alles schöpferisch, das ist alles göttlich und vertraust das Fluss des Lebens und lebst deine Träume, kannst aber loslassen und geschehen lassen, dann bewegt sich das. Eine fließende Energie. Und das bedeutet, du vertraust deinen Gefühlen, vertraust deiner Intuition, vertraust deine Träume. Dann kannst du auf dieses Wasser gehen, weil das sind deine Schritte. Und deine Schritte führen zu dieser Mondenergie und das sind die Träume zum Leben. Worüber sollst du Gedanken machen? Das ist die Kraft. Natürlich bedeutet das auch innere Kraft, wie Überzeugungskraft. Aber auch Kraft zu zeigen, Mut zu zeigen, dich auch mal durchsetzen oder ihm Kraft zu geben. Das ist auch wichtig. Oder das Annehmen. Immerhin in die Beziehung ist wichtig, die Gleichgewicht. Geben und nehmen im Gleichgewicht zu sein. Deinen Gefühlen zeigt hier dieses Bild. Diese Schwerten sind da wie ein Zaun. Zeigt aber schon ein Neuanfang, weil das ist die Zahl 10. Und das heißt schon eine neue Phase beginnt und das kannst du vertrauen. Aber warum ist dieser Zaun als Muster, wenn du Angst hast? Wenn du Angst hast, dann kann diese neue Phase, diese neue Periode in dein Leben nicht kommen. Und das sollst du verinnerlichen, dass du daran glaubst, was du vorstellst, dass du überhaupt eine Vorstellung hast von dem idealen Zustand. Das ist eine meditative Haltung. Hier zeigst du Kraft und Mut, das ist natürlich auch Bewegung, aber was deinen Gefühlen und Sehnsüchte betrifft, das sollst du erstmal verinnerlichen, daran glauben, davon überzeugt zu sein und dann loslassen und geschehen lassen. Und die Schwerten haben noch eine symbolische Bedeutung, trennen von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst, Angstbefreiung. Jetzt schauen wir in die Tiefe, in seinen seelischen, in deinen tiefe seelischen Bereich. Das zeigt hier diese Karte.
Dieses Buch ist ein geheimnisvolles Buch. Das ist das Buch des Lebens. Angeblich gibt dieses Buch im Himmel und da sind die Schicksalswege beschrieben. Und das ist deine Seelensprache. Und das heißt, diese Begegnung ist in die seelischen Ebenen. Ihr kennt euch von früheren Leben. Es ist hier in diesem Buch, das Buch des Lebens ist schon geschrieben. Das heißt, das ist doch alles vorbestimmt. Und hier die Münzen symbolisieren die Erde-Element. Und Erde-Element ist Realität. Hier sind noch Träume, hier ist schon Realität. Und zeigt natürlich auch Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, Wertschätzung entgegenbringen anderen gegenüber, vorausgesetzt ist, sie haben das verdient. Welche Hindernisse hast du? Das ist die Angst. Das zeigt diese graue Farbe. Und die Schwert hat eine symbolische Bedeutung, so wie hier auch, Trennen von Angst, Angstbefreiung, so wie Erzengel Michael. Dein nächster Schritt zeigt diesen Eisberg. Im Gegenwart hast du manchmal das Gefühl, du kannst nicht festhalten. Rutscht alles weg oder er rutscht aus deiner Hand. Du brauchst ein bisschen Wärme. Dann schmelzt dieser Eisberg und kommt in eine fließende Bewegung. Und das ist deine Herzenswärme. Das ist die Feuerelement, deine Begeisterung und Leidenschaft, das auch Leben. Was ist seine Lernaufgabe und was ist deine Lernaufgabe? Seine Lernaufgabe und das ist deine Lernaufgabe. Deine Lernaufgabe ist die Vergangenheit hinter dir lassen, raus aus diesem engen Tunnel. Und das symbolisiert die Ängste. Wieder die Angst, Befreiung, die Schwerten, weil damit stoßt du in deine eigenen Grenzen. Dann bewegt sich alles in richtige Richtung und lebst auch deine Sonne. Und das ist die Klarheit, die Orientierung, Erfolg und auch dein Selbst. Außerdem die Sonne steht in Verbindung zu unserem Herzen. Also das ist wichtig und daran liegt deine Lernaufgabe raus aus die Enge. Erweitere deinen Horizont, lebe dein Selbst, lebe auch dein Herzensangelegenheiten, fühle dich auch frei. Immerhin die Schwerten symbolisieren die Luftelement, hier auch. Das heißt, wenn du von deinen Ängsten befreit bist, dann bekommst du Luft zum Atmen, kannst du endlich aufatmen und ausdehnen. Dieser Bild steht auch mit Vergangenheit, auch mit Karma in Verbindung. Und das habe ich erwähnt, was Karma ist. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben, damit dir das bewusster ist, das könnte auch eine Lernaufgabe sein, das zum Erkennen. Was ist seine Lernaufgabe? Das ist dieser Rückzug. Und das bedeutet nicht die Einsamkeit, sondern nach innen schauen. Dieses Licht in seinen Inneren suchen, aber auch finden. Und sein Inneren sagt auch diese Klarheit. Das wird beleuchtet. Sein Lebensweg wird beleuchtet, wenn er sich zurückzieht, meditiert, wenn er nachdenklich ist. Herzöffnung. Diese Dame steht im Mittelpunkt und bekommt Bewunderung. Die Karten haben symbolische Bedeutung und das zeigt seine Haltung oder seine Wünsche. Er will gerne, er möchte gerne im Mittelpunkt sein, er möchte gerne die Bewunderung, auch von dir. Aber wenn hier andere Damen auch rundherum sind, brauchst nicht unsicher sein. Das heißt nicht, dass er Interesse hat an anderen, sondern er braucht diese Bestätigung. Seine Gegenwart zeigt hier dieses Bild,
Und das heißt, er kommt entgegen und führt mit dir klärenden Gesprächen. Seinen Gefühlen zeigt dieses Bild, er kommt nicht nur mit diesem Schwert entgegen, was auch Gesprächen auch symbolisiert. Immerhin ist das die Luftelement und die Worte werden im Luft vermittelt, sondern er überreicht diesem Kelch und das symbolisiert seinen Gefühlen. Das kommt von seinen Herzen. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Kelchen glänzen. Diese Dame poliert das alles. Und diese Kelchen symbolisieren die Gefühle. Er muss noch mit sich selber was klären. Aber kommt auch eine gewisse Bewunderung, so ähnlich wie hier. Er möchte das gerne. Im Mittelpunkt sein, bewundert zu sein. Dann kommt er im Vorschein, kommt ins Glanz. Was möchte seine Seele dir sagen? Das ist dieses Schicksalsrad, was ich erzählt habe. Die Seelen machen die Seelenreise und befinden sich in diesem Rad. Und es dreht sich immer in die Richtung, wie wir das vorstellen, woran wir glauben. Wir bestimmen die Richtung. Die einzige Hindernis ist, diese kleine rote Teufelchen und das symbolisiert die Angst. Das blockiert. Aber ich würde jetzt nicht die Blockaden betonen, sondern seine Seele will dir sagen, ja, das stimmt, es ist eine seelische Verbindung. Ihr kennt euch von früheren Leben. Ihr beide seid in diesem Schicksalsrad, habt ihr schon gemeinsamen Lebensweg gehabt und das wiederholt sich diesmal, aber das soll ohne Angst sein. Liebe Desira, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.